Ich bin die Lina. Ich bin der David. Das ist der Frank. Der wohnt in der Zauberstraße 1 und 2. Ihm ist langweilig. Er möchte in die Zauberstraße 3 und 4 umziehen. Glaubt ihr, dass er es schafft? Ja. Das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Tada! Er hat Heimweh. Er möchte wieder zurück. Jetzt kommt Rosina. Sie wohnt in 1, 2, 3 und 4. Frank hat sein Handy in 3 und 4 vergessen. Glaubt ihr, dass er über Rosina springen kann? Nein, niemals. Tada! Ja. Das ist der Frank, das ist die Rosina und das ist der Linus. Und Frank und Rosina wollen gerne umziehen in die magische Straße 1 und 2. Kann er das? Nein, niemals. Wie soll er das denn hinkriegen? Zählt mal runter. 8, 2, 1. Ja? Mädchen. Ich zeige euch jetzt, wie ich eine ganz wild ausgesuchte Karte wieder raussuchen kann. Ich zeige euch jetzt mal diese Karte. So, jetzt hebe ich nochmal von oben ab, damit ich auch ganz sicher nicht weiß, welches ist. Die ist es nicht? Ja, König Karp. Die ist es nicht. 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 Die ist es. Das ist cool. Moin, ich bin der Noah. Ich habe hier einen Becher. Über diesen Becher werde ich jetzt zeichnen. Ihr seht, der Tisch ist total stabil. Jetzt werde ich den Becher wegzaubern. 3, 2, 1. Glaubt ihr es? Ja! Nee, das geht doch gar nicht. Okay. Was? Und jetzt zeige ich euch meinen Zaubertrick. Ihr seht die Karten. Die verstecke ich jetzt irgendwo in dem Stapel. Dann mische ich sie mal kurz. So, dann sage ich, die ist es nicht, die ist es nicht, die ist es auch nicht, die ist es auch nicht, aber dafür sind es die beiden. Das ist richtig! Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum, aber vor allem liebe Eltern. Wir zeigen euch heute einen magischen Kartentrick. Dafür muss Estelle den Stapel gut durchmischen. Jetzt habe ich den Stapel gut durchgemischt. Nun wird Estelle den Stapel in seine Hälfte durchteilen.
Und dies macht sie nochmal. Jetzt nehme ich von einem Stapel drei Karten und lege sie auf ihren. Dies macht sie noch bei jedem anderen Stapel. Wer von euch, liebes Publikum, glaubt, dass unter dem ersten Stapel ein Ass liegt? Nein, das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Ich. Ich bin Alvina und das ist meine Assistentin Ida. Bist du? Ich sage euch, dass ich die Zahl 34 vorhersagen kann. Sie hat ein Blatt Papier mit Zahlen. Sag du mal eine Zahl von diesem Blatt. Hier. Ich nehme die 16. Die Musik von Harry Potter ist auch hier drunten. Das ist das längste Video, das wir gerade machen. Sag noch mal eine Zahl, die noch nicht weggestrichen ist. Die 7. Die Zahlen sind noch 1, 2, 9 und 10, die zur Verfügung stehen. Sag eine Zahl. 9. Jetzt sind zwei noch übrig. Ja. Und zusammen sind das 34, wie die Vorhersage. Das war's.